Was dich heute erwartet, ist keine gewöhnliche Folge von Die Frage. Dies ist ein Experiment. Das wirst du bereuen! Wir erzählen dir die Geschichte von zwei jungen Männern. Vollidiot. Jetzt auch noch frech werden, oder wie? Einer von ihnen wird am Ende des Films vor einem Gericht stehen, das über sein Schicksal entscheidet. Das Gefängnis, das macht einen kaputt. Das weißt du, oder? Und du sollst dein Urteil fällen. Was wir gleich gemeinsam sehen werden, ist so passiert. Details haben wir aber geändert, um die Anonymität der beiden zu wahren. Stefan Lukas war der Strafverteidiger in dem Prozess und wird uns Fragen zum Fall beantworten. Und wir haben aus der Community eine Jury gewählt, die immer wieder darüber diskutieren wird, was eine gerechte Strafe ist. Aber am Ende liegt die Entscheidung bei dir. Das ist Alex. Alex ist 24, er hat ein BWL-Studium angefangen, aber schnell wieder abgebrochen und jobbt in einem Fahrradladen. Er kocht gerne, wohnt in einer WG und er hat eine On-Off-Beziehung mit seiner Mitbewohnerin. Und das ist Fabian. Er ist gerade 26 geworden und arbeitet in einer kleinen Softwarefirma. Er plant, sich mit einem Kumpel selbstständig zu machen. In seiner Schreibtischschublade zu Hause, da liegt ein Ring für seine Freundin. Aber er konnte sich noch nicht überwinden, ihr einen Antrag zu machen. An dem Tag, an dem sich das Schicksal der beiden jetzt also so dramatisch verändern wird, sitzen sie zufällig nebeneinander im Restaurant. Alex macht gerade Mittagspause und Fabian, der telefoniert mit seinem Geschäftspartner. Und dann passiert das. Ich sitze mit meinem Kumpel und freue mich total, dass es geklappt hat, weil wir uns ewig nicht gesehen haben. Für den Fall. Er erzählt gerade eine geile Geschichte von gestern Abend, aber ich kann kaum zuhören, weil der Typ am Nachbartisch die ganze Zeit in sein Handy brüllt. Also ich telefoniere hier nur kurz, bis mein Essen kommt. Ich merke schon, dass der Typ vom Nebentisch die ganze Zeit blöd rüberguckt, aber das ist ja nicht mein Problem, oder? Der hört einfach nicht auf. Wie, das Skript läuft nicht durch. Ja, ich beschließe also erstmal höflich zu fragen. Genau, bei dem müssen wir noch die Software installieren. Das kann Timo machen. Hey, sorry. Könntest du vielleicht draußen weiter telefonieren? Das Ergebnis auch rauskommen. Ja, aber wenn das Skript nicht durchläuft, vielleicht kann Thilo sich daran setzen. Der ignoriert mich einfach. Dann bringt dir mein Kumpel auch. Meint, ich soll es gut sein lassen okay. Und mich entspannen, aber vielleicht kann ich bin schon Thilo echt sauer. Daran setzen, weißt du? Also frage ich noch mal etwas lauter nach. Sorry, hallo, kannst du vielleicht rausgehen zum Telefonieren? Warte mal kurz. Sag mal, was ist dein Problem, Mann? Du bist mein Problem, du und dein Handy. Ich bin mitten im Gespräch und da kommt der Typ und labert mich voll. Alle hier im Restaurant reden und nur weil ich am Handy bin, glaubt er mir irgendwelche Ansagen machen zu können. Ach komm, lass gut sein. Ja, okay. Ich versuche mich echt zu beherrschen. Nee. Aber solche Typen, da bin ich einfach sauer. Wir müssen das Skript dann einfach nochmal kopieren. Da kann ich auch nicht aufhören. Solche Egoisten wie der Typ da denken sonst, die können machen, was die wollen. Okay. Sag mal, was willst du eigentlich, Mann? Ich will mich hier mit meinem Kumpel unterhalten, aber das ist dank dir ja nicht möglich. Ja, und was willst du jetzt machen? Nichts will ich jetzt machen. Bin ja der Klügere. Ah, hältst du dich für was Besseres oder was? Komm mal mit raus, dann sehen wir, wer der Klügere ist. Dachte ich mir. Vollidiot. Was? Jetzt auch noch frech werden oder wie? Und da merke ich, der Typ haut mir gleich in die Fresse. Und bei mir brennt auch irgendeine Sicherung durch. Und plötzlich... Ab da bin ich nur noch wie auf Autopilot. Das wirst du bereuen! Und plötzlich habe ich das Messer vom Tisch in der Hand und rammt es mir in meinen Bauch. Ich torkel zurück. Überall ist Blut. Und dann wird plötzlich alles schwarz. Okay. Krass. What? Ich muss zugeben, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Also Stefan, wenn ich das so sehe, dann finde ich das ziemlich krass. Könnte auch ich sein, dass ich in so einen Streit verwickelt werde. War das in Wirklichkeit auch so willkürlich, dieser Streit? Es ist genau so passiert. Es geht so schnell. Also ich ertappe mich ja auch dabei. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr schnell sehr genervt sind. Ich beherrsche mich, spätestens nach dem Fall erst recht. Das Besondere an diesen Fällen ist immer, du brauchst da nicht sehr viel kriminelle Energie, sondern es ist einfach, aus einer Situation heraus lässt man sich hinreißen. Vielleicht wären die beiden auf einer Party beste Freunde geworden, aber in der Situation ist eskaliert, dann ist es eben schon passiert. Ich bin natürlich schon gespannt, wie die Jury das Ganze wahrgenommen hat. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nee, gar nicht. Wie würdest du den Täter nach dieser Szene beschreiben? Ein sehr aufbrausender Mensch. Sehr impulsiv. Trotzdem habe ich da auch so einen Männerkomplex, wenn man das so sagen kann, herausgehört. Ein Aggressionsproblem eventuell. Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Wer trägt wie viel Schuld an der Tat? Wahrscheinlich so im Verhältnis 30, 70. Definitiv tragen beide irgendwo
Schuld, weil die sich gegenseitig angestachelt haben. Hätte man auch anders regeln können. Also er hat ihm jetzt mit dem Messer in den Bauch gestochen. Welche Strafe steht denn auf sowas? Es ist ein ganz schmaler Grat. Wenn ich auf jemanden einsteche und der stirbt mir, dann haben wir ein Tötungsdelikt und sprechen von Totschlag oder von Mord. Mhm. Wenn das Opfer überlebt, dann ist die spannende Frage, wollte der Täter sein Opfer verletzen oder wollte er sein Opfer zusätzlich auch mit seiner Tat töten? Mhm. Das heißt, wir sprechen von einer gefährlichen Körperverletzung oder von einem versuchten Totschlag. Jetzt war hier der Messerstich oberhalb der Gürtellinie, also ganz gefährliche Region mit vielen Organen. Das Opfer hatte brutalste Verletzungen. Da ist Darm unter anderem aus dem Bauch, aus der Bauchdecke rausgetreten. Und da hatte die Staatsanwaltschaft von Anfang an versuchten Totschlag angenommen. Aber es ist immer spannend, weil die Tat sieht immer gleich aus. Mhm. Und man muss sich überlegen, was hat der Täter im Kopf gehabt? Genau, für mich sah das jetzt nicht so aus, als wollte er, hat er den Vorsatz gehabt, jemanden umzubringen, ne? Also ganz klar, das war keine geplante Tat hier. Mhm. Vorsatz ist nur ein sehr dehnbarer Begriff. Also wenn ich jemanden versehentlich töte, im Straßenverkehr zum Beispiel, das ist eine fahrlässige Tötung. Wenn ich auf jemanden einsteche und dabei im Kopf habe, dass das tödlich enden könnte, und obwohl ich das im Kopf habe, mache ich es trotzdem. Mhm. Das ist ein sogenannter Eventualvorsatz. Und der reicht dann schon, um eine versuchte Tötung anzunehmen. Auf einer Skala von Freispruch bis 15 Jahre Gefängnis. Welche Strafe hältst du für angemessen? Freispruch auf gar keinen Fall. Vielleicht würde ich ihm 1 bis 2 Jahre geben. 3 Jahre Gefängnis. 5, 6 Jahre. Sollten wir halt wirklich in dem Bereich des versuchten Tötungsdelikts zu sein, dann 6 bis 7 Jahre. 4 bis 8 Jahre. Wenn wir jetzt drüber reden, bin ich eigentlich fast für 15 Jahre. Wie bist du denn auf den Fall gestoßen? Also in dem Fall hatte mich die Lebenspartnerin des mutmaßlichen Täters angerufen. Er hatte, so läuft das dann meistens ab, nach seiner Festnahme von der Polizei mit seiner Partnerin telefonieren können und hat ihr gesagt, beschaff mir einen Anwalt. Die Partnerin war dann bei mir im Büro, hat mir kurz alles geschildert und ich bin am selben Abend noch zur Polizeidienststelle gegangen und habe dann dort in einer kleinen Gefängniszelle das erste Mal ein Gespräch mit meinem neuen Mandanten führen können. Sie müssen mir glauben, ich würde sowas nie tun. Ich weiß, ich hab's getan, aber ich weiß nicht warum. Wirklich, das war nicht ich. Ich hab noch nie jemandem irgendwas getan. Da können Sie alle meine Freunde fragen. Die sagen alle, dass ich kein aggressiver oder gewalttätiger Mensch bin. Oder fragen Sie meine Freundin. Verdammt. Ich muss hier raus, bitte. Bitte helfen Sie mir. Wissen Sie, wie es diesem Typen geht? Ich hab's überlebt. Oh, Gott sei Dank. Es war aber knapp. Für so ein Steakmesser hat das ganz schön Schaden angerichtet. Nach der Not-OP haben sie meiner Familie gesagt, dass sie sich auf das Schlimmste einstellen müssen. Zwischendurch sah es auch echt ziemlich schlecht aus. Aber inzwischen bin ich aus dem Schlimmsten raus. Ist zum Glück nochmal alles gut gegangen. Die Ärzte räumen mir ganz gute Chancen ein. Wie war deine Gefühlslage so den Menschen gegenüber? Ich bewahre mir schon immer einen sehr gesunden Abstand. Und dadurch lasse ich bei meiner Beratung kaum Emotionen an mich ran. Aber ich bin ein Mensch und keine Maschine. Mhm. Und das ist ja immer das Faszinierende. Ich lerne ja Menschen kennen, die bis zu der Tat oftmals nie was strafrechtlich Relevantes getan haben, die eine große Beliebtheit hatten, vielleicht total lustige Vögel sind und so weiter. Und so einen lerne ich kennen. Der hat sich ja durch die Tat nicht plötzlich verändert. Und ich hatte da jemanden vor mir, der einfach sehr sympathisch war und mir wahnsinnig leid tat. Ich bin jetzt seit 6 Wochen hier drin. Ich habe alles verloren. Meine Freundin, mein Job. Nur meine Mutter kommt mich noch besuchen, aber das ertrage ich kaum. Ich sehe genau, wie enttäuscht sie von mir ist. Und wie sie mich immer fragt, wie ich das nur machen konnte. Ich habe dem Alex, so heißt der, der Typ, den ich verletzt habe, ich habe dem einen Brief geschrieben. Lieber Alex, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, was ich dir angetan habe. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne eine Erklärung hättest. Ich würde sie dir gerne geben, aber ich kann es mir bis heute selbst noch nicht erklären. Es ist nicht zu entschuldigen und trotzdem hoffe ich, du glaubst mir, wenn ich dir sage, es tut mir aufrichtig leid. Was macht man mit so einem Brief? Rückgängig macht er sicher nichts. Meine Verletzung heilt es auch nicht. Aber ihn zu hassen bringt am Ende auch nichts, weil das frisst einen nur auf. So heißt es doch immer, oder? Alex hat mir geantwortet.
Fabian, ich danke dir für deinen Brief. Ich glaube dir, was du geschrieben hast. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ich habe mich gefragt, wie ratsam ist es denn, so einen Brief zu schreiben? Das ist ja eigentlich ein Schuldeingeständnis. Ja, das hängt sehr davon ab, welche Strategie man fahren möchte im Prozess. Mein Mandant hatte sich früh entschieden, dass er alles gestehen möchte. Und er hat alles bitterlich bereut und wollte auch genau das transportieren. Und da hilft natürlich ein Brief beim Strafmaß hier. Das kann Jahre Unterschied machen im Richterurteil. Und man kann über so einen Brief den Anfang starten für einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Das heißt, Täter und Opfer einigen sich. So war das später auch hier passiert. Der Täter zahlt eine gewisse Summe an das Opfer, spricht eine Entschuldigung aus. Und das Opfer setzt sich mit dieser Entschuldigung aktiv auseinander. Er bereut die Tat auf jeden Fall. Das einzig Richtige, was er hätte tun können. Ich fühle mich jetzt richtig scheiße, nachdem ich weiß, was ich in meinem ersten Teil gesagt habe. Klar, jeder Mensch macht halt irgendwie Fehler. Oftmals tun wir Dinge, die wir später bereuen. Manche Fehler sind halt vielleicht schlimmer als andere. Ich schätze ihn nicht als schlechten Menschen ein. Er hat ja auch gesagt, dass es auch nichts bringt, ihn jetzt zu hassen. Und da stimme ich ihm vollkommen zu. Ja, er ist jetzt, glaube ich, schon genug gestraft mit seinen Gedanken. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, dass das Opfer dem Täter vergeben hat. Finde ich eine starke Geste. Was hat denn das für einen Einfluss später auf das Strafmaß? Das hat großen Einfluss. Mit der wesentlichste Gesichtspunkt bei der späteren Vernehmung des Opfers im Prozess ist, wie geht es dem Opfer heute? Wie geht es mit der Tat um? Die Tat ist ja immer noch dieselbe. Mich interessiert natürlich, wie das die Jury beeinflusst, dass das Opfer dem Täter vergibt. Ich denke halt, das ändert nichts an der Rechtslage. Es hat nie wirklich verändert, wie ich über die Schuld denke. Meiner Ansicht der Schuld hat es nicht verändert. Boah, ich fühle mich immer noch so scheiße, ey. Welche Strafe hältst du jetzt für angemessen? I don't freaking know! 3 Jahre ungefähr. Also 2-3 Jahre Gefängnis würde ich mir jetzt nicht mehr anhängen. Tatsächlich erscheinen mir 3 Jahre jetzt doch schon auch sehr hart irgendwie. Ich halte immer noch 5 bis 7 Jahre für angemessen. Und deswegen bin ich eigentlich schon der Meinung, dass es bei den 15 Jahren bleiben sollte. Wann hat denn damals der Prozess begonnen? Von der Tat bis zum Prozess hat es gut 10 Monate gedauert. 10 Monate, in denen mein Mandant in Untersuchungshaft als jemand mit Unschuldsvermutung dann einfach die Zeit aushalten musste. Und wie hast du dich dann mit deinem Mandanten auf den Gerichtstermin vorbereitet? Wofür hast du dann auch plädiert? Also ich hatte dem Gericht das auch schon vorher signalisiert, dass hier ein sogenanntes vollumfängliches Geständnis kommen würde. Dem Mandant war es wichtig, dass er alles gesteht, dass er seine Reue auch ins Gericht, in den Gerichtssaal transportieren kann, mit dem Ziel, dann eine möglichst niedrige Strafe erreichen zu können. Wie ist denn dann dieser konkrete Prozess abgelaufen? Es waren 3 oder 4 Tage terminiert. Der Prozess hatte begonnen, wie er immer beginnt. Das heißt, die Personalien des Mandanten wurden im Gerichtssaal nochmal festgestellt. Die Anklage wurde verlesen. Und dann kam ein Moment, den wir alle zunächst nicht einschätzen konnten. Der Vorsitzende Richter hat die Prozessorgane, also Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das gesamte Gericht nach hinten ins Richterzimmer gebeten, um uns dann dort zu eröffnen, dass das Opfer, das ja als Zeuge geladen war, nicht kommen würde an dem Tag, weil es wieder im Krankenhaus war. Es war zu vermuten, dass aufgrund der Verletzung von damals es einen Rückfall gegeben hatte. Und deswegen lag das Opfer wieder im Krankenhaus. Sie haben gesagt, Alex ist wieder im Krankenhaus. Aber das ist doch nichts Schlimmes, oder? Also dem geht's doch wieder gut. Das wird doch wieder. Warum sagt mir denn keiner was? Hey, kann mir mal irgendjemand was sagen? Dem geht's doch wieder gut, oder? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war doch okay. Hast du denn damals die Nachricht überbracht? Ja. Die Nachricht habe ich meinem Mandanten überbracht. Mich hatte der Richter angerufen. Ich hatte an der ernsten Stimme schon gemerkt, es ist irgendwas passiert. Mhm. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und das Schlimme war auch für meinen Mandanten, mit der Tat, als die passiert war, hat er das Schicksal
aus der Hand gegeben. Mhm. Sein Schicksal und das Schicksal des Opfers. Eben noch war er ein versuchter Totschläger. Mhm. Plötzlich stand jetzt der Vorwurf des Totschlags im Raum. Ja, das finde ich eigentlich das Beeindruckende an dem Fall. Ne? Es hat sich an der Tat erstmal nichts geändert, aber die Konsequenzen schon so. Und demnach hätte ich gesagt, wenn das Opfer jetzt wieder gesund geworden wäre, und dann könnte man sagen, okay, war ein Riesenfehler des Täters, ja, das so auszurasten, wird natürlich jemand bestraft, aber es wäre halt nicht so gravierend, wie wenn jemand sein Leben lässt. Wie hat es denn den Täter eigentlich beeinflusst, dass er wusste, dass das Opfer gestorben ist? Ihm wurde bewusst, dass er jetzt jemand ist, der einen Menschen getötet hat. Und das wird etwas sein, was er ein Leben lang mit sich rumtragen muss, ganz gleich, welche Strafe er bekommt. Wie lange hat es im Endeffekt gedauert, bis der Prozess angefangen hat? Gar nicht mehr so lange, um es ja fast so ein bisschen brutal auszudrücken. Den Zeugen gab es jetzt nicht mehr, auf den musste nicht gewartet werden, bis er genesen ist. Es wurde nach einigen Wochen wurde weiter verhandelt. Die Zeit war natürlich trotzdem für meinen Mandanten unendlich lang. Er wollte einfach endlich reden dürfen und ein Urteil bekommen. Damit sind alle Zeugen gehört und die Beweisführung ist abgeschlossen. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Ich kann nur noch mal sagen, es tut mir leid. Wenn ich es könnte, würde ich es rückgängig machen. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt musst du dich entscheiden. Findest du es gerecht, dass Fabian 3 Jahre ins Gefängnis geht? Dann klicke hier. Und wenn du 10 Jahre für eine gerechte Strafe hältst, dann klicke hier. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie du dir dein Urteil gebildet hast.